Wir sind zurück bei der KSC-Karriere hier auf dem Fironix Esports Channel. Mein Name ist Chris, auf YouTube bekannt als Leches, und wir starten rein mit Folge Nummer 11 und damit jetzt auch passend dazu in die zweite Saison. Wir haben also nach vorne simuliert. Wir sehen jetzt erstmal das Vorbereitungsturnier mit Teams wie Empoli, Stade Reims, Lorient, Nantes, Cremonese, Watford und auch Eibar. In der zweiten Liga sehen wir natürlich auch, welche Teams haben es geschafft, auf oder halt auch abzusteigen. Heidenheim ist unter anderem wieder zurück. Die Hertha ist ja unverändert da geblieben und auch Darmstadt mit Bremen tatsächlich abgestiegen. Heißt also auch Bremen, Derby mit Hamburg? Nee, das fällt tatsächlich flach, da der HSV ist ja aufgestiegen. Freue ich mich auf jeden Fall schon auf alles, was in diesem Jahr passiert. Wir gucken ganz kurz auf den DFB-Pokal. Wir überspringen die erste Runde leider nicht, müssen nach Rostock, aber das ist trotzdem eine Aufgabe, die wir bewältigen wollen, denn dieses Jahr spreche ich das Ziel von vornherein aus. Wir wollen aufsteigen und das ist mal aktuell unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Und da habt ihr bereits eine Änderung gesehen, denn Dennis Burnic ist tatsächlich offiziell per Vorvertrag angekommen, aber nicht nur er, sondern auch in dem Fall Luca Zander als möglicher Rechtsverteidiger, Backup hinter Tide. Vielleicht dann einfach schon der Ersatz, falls Tide irgendwann nicht mehr sein Level erreichen sollte. Und Badmas, wie gesagt, der wechselt ja zu Norwich City, hat uns, glaube ich, ein bisschen was über 2 Millionen eingebracht. Und das bedeutet auch, wir haben jetzt die Sommertransferphase und haben über 11 Millionen aktuelles Transferbudget und eine Mannschaft, die eigentlich ganz stabil ist. Aber trotzdem haben wir natürlich irgendwo Bedarf, wollen uns weiter verbessern. Und gerade die Stürmerposition wollen wir auf jeden Fall mit einem neuen Stürmer im besten Fall bestücken. Vielleicht sogar zwei neue, denn es gab unter anderem auch den Kommentar von euch, dass Mustafa ja einer ist, der war nur ein aktuelles Gerücht, kam dann nicht zum KSC. Von daher könnte man den vielleicht auch verkaufen. Schleusener ist wieder zurück, hat sich auch nochmal plus 1 verbessert, ist hier eigentlich von der 70 auf eine 67, hat jetzt die 68. Martin auch stark, Jensen auch. Ja, ihr merkt, ich habe den Generationswechsel durchgeführt. Also Gondorf nicht mehr in der Startelf. Wanicek hätte stand jetzt die Binde, das werde ich aber ändern, denn ich will die Binde auf jeden Fall bei Stindl sehen. Der hat sich daraus verdient. Und Burnic ist natürlich mit der 70 richtig stark. Wir haben erstmal hier unten dann unsere Bank. Die kann sich auch sehen lassen. Nichtsdestotrotz, ein bisschen was wollen wir schon auch noch ändern. Und da haben wir bereits einige Spieler gescoutet. Das konnte ich tatsächlich noch in der Vorsaison machen, sodass wir bereits alle offiziellen Gesamtratings bei uns haben. Matteo Raab fände ich auch ganz interessant. Treves ist aber weiterhin unsere Nummer 1, weshalb eigentlich auch Lawrence Atizigi, das war ein Top-Kommentar von euch, nicht in Frage kommt. Der ist einfach auch zu teuer. Wäre eine typische neue Nummer 1, die wir eigentlich nicht brauchen. Bei Raab schauen wir einfach mal. Hier, Almami Touré ist bei der Eintracht nicht mehr gesetzt. Ein möglicher Innenverteidiger. Kandidat. Meffert sehe ich jetzt nicht so wirklich realistisch. Asano fand ich ganz interessant. Auslaufender Spielervertrag. Wir haben noch Opoku, wir haben Wiethaupt, wir haben Köpke, wir haben Martinovic, vor allem dann aber auch hier noch Burgsorg. Wir haben Nick Woltemade. Da habe ich ja so richtig Bock drauf. Der Typ ist 1,98 groß. Für die Flanken, die wir ja des Öfteren bringen, wäre das absolut wichtig. Dann haben wir eine mögliche Rückkehr von Mikkel Kaufmann, was ich auch mega geil fände. Und Vermey, ja gut, der hatte einen auslaufenden Vertrag, ist mittlerweile freier Spieler. Und dann wäre hier auch noch ein Pieringer. Wobei, ich bin ganz ehrlich, im liebsten Fall würde ich direkt Nick Woltemade fix machen, genauso auch Mikkel Kaufmann und das vielleicht sogar im Verbund mit einem Tauschdeal, denn wir müssen auch einige Stürmer loswerden, die bei uns eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Wir halten uns aber noch zurück mit Verkäufen in Sachen Tauschdeals. Gucken wir mal, bisher funktioniert es aber noch nicht. 3,3 Millionen Marktwert von FC Kopenhagen, Mikkel Kaufmann. Ja, und wir haben uns jetzt getroffen, 15% Weiterverkaufsgebühr, das ist zwar mit drin, aber wir zahlen 1 Million weniger, als das der eigentliche Marktwert hergibt. 4 Jahre Mikkel Kaufmann jung, hat eine 72, könnte der eine neue Stürmer werden und im besten Fall daneben dann noch Nick Woltemade. Jetzt aber müssen wir erstmal schauen in Sachen Gehalt. Er wird einer unserer Topverdiener, muss aber auf Gehalt verzichten, macht er auch 4 Jahre Vertragsdauer und Mikkel Kaufmann ist damit offiziell jetzt wirklich nicht nur Leihspieler, sondern richtiger Spieler mit einem Lizenzspielervertrag über 4 Jahre beim KSC. Und Nick Woltemade gleich hinterher, der passt gerade so durch den Türrahmen hier unserer Geschäftsstelle. Der Mann ist knappe 2 Meter groß, zuletzt ausgeliehen in Liga 3 an den SV Elversberg, hat dort dann auch tatsächlich völlig überraschend, das hätte man niemals für möglich gehalten, den Durchmarsch klar gemacht. Elversberg jetzt in Liga 2 und vielleicht ist das ja auch ein Kandidat für die Realität. Ich würde es extrem feiern. Woltemade, gerade wenn man die Flanken bringt, ist er natürlich vorne ein absoluter Riese, nickt die Dinger ein und könnte zusammen mit Mikkel Kaufmann unser neues Sturmduo bilden. Das dann wie folgt aussehen könnte: Nick Woltemade links, auf der rechten Seite haben wir dann Mikkel Kaufmann. Der eine ist natürlich deutlich kleiner, ja, wobei, Kaufmann auch 1,90. So viel zum Thema deutlich kleiner, aber wir müssen natürlich Zeichen setzen. Wir brauchen Spieler, nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern auch für die Zukunft. Und wir hätten Marino und Schleusener als Backup. Man könnte einen Rapp, der ja in der Realität auch kein Teil mehr vom KSC ist, verkaufen. Genauso eventuell, auch das war ein heißer Kandidat für einen Verkauf bei Budu.
zuletzt gegen den HSV logischerweise wichtig getroffen, aber auch Mustafa könnte Geld einbringen. Also das seid ihr auf jeden Fall gefragt, jetzt in den Kommentaren, denn in der nächsten Folge werden wir dann eure Kommentare bezüglich möglichen Verkäufen und weiteren Neuzugängen auf jeden Fall besprechen, sodass wir jetzt im ersten Sinne mal wichtig Kaufmann und Woltemade neu haben, die uns natürlich im allerersten Sinn vorne als neues Sturmduo weiterhelfen sollen. Und mit allen anderen würde ich jetzt tatsächlich auch mal noch ein bisschen warten. Ihr seht hier weitere Spieler auf unserer Wunschliste. Falls ihr dabei irgendwelche Spieler habt, wo ihr sagt, die müssen zwingend kommen, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Backup-Torhüter, ja, Matteo Raab könnte man machen. Almami Touré, wieso eigentlich nicht? Auch er wurde mal mit Schalke in Verbindung gebracht. Beim KSC könnte er natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, die er bei Frankfurt nicht macht. Asano, Opoku, Wiethaupt, Vermey, wobei wir den, glaube ich, nicht mehr brauchen. Würde ich jetzt mal streichen und dann haben wir auf jeden Fall direkt mal zwei Neuzugänge. Und erhaltene Angebote noch keine, das soll sich auf jeden Fall noch ändern. Vorher aber gibt es jetzt das erste Freundschaftsspiel im San Siro. Vorbereitungsturnier der FC Nantes, also zu Gast bei uns, zumindest auswärts genannt. Für beide ist es ja ein Auswärtsspiel, das Ganze in der Heimspielstätte beider Mailänder Clubs. Woltemade und Kaufmann kommen also zu ihrer Startelf-Premiere in der Co-Kombination. Ja gut, ich würde sagen, der FC Nantes ist auch ein bisschen besser als wir. Ludwig Blass verschießt erst noch einen Elfmeter, dann kommt Kader mit der Führung, Blass mit dem 2-0, aber auch Mikkel Kaufmann, Minute 82, erstes Spiel, erster Treffer, das sieht doch schon mal gut aus. Was ich jetzt auch bemerkenswert finde, schaut mal unsere Mannschaft an. Es gibt bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich eine komplette Änderung eigentlich in der Startelf und vom Gesamtrating nimmt man gar nicht so viel Einbußen hin. Man könnte jetzt vielleicht auch Beifuß mal noch spielen lassen, aber ansonsten bleibt nur Drewes übrig, Kobalt und ein Stindl. Ja, genau so ist es. Der Rest ist komplett ausgetauscht und trotzdem haben wir eine super Mannschaft, wo viele auch mit einem 70er Rating noch unterwegs sind. San Siro, unser Gegner ist Eibar. Wir gewinnen mit 2-1. Die Torschützen zum einen Blanco Lejoux für den Gastgeber, dann kommt Martin und dann kommt Jensen. Und zuvor hatte Stindl in Minute 7 auch wieder mal wie zuvor im ersten Freundschaftsspiel den Elfmeter verschossen. Da war es nur nicht er, sondern unser Gegner. Aber bisher soll es vom Punkt noch nicht klappen. Wenn wir aber trotzdem gewinnen, ist es umso besser für uns. Weitere Verhandlungen laufen. Sebastian Jung hat das Interesse vom FC Watford auf jeden Fall auf sich ziehen können und er möchte ja wechseln. Er hat die ganze Zeit schon bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt. Wir haben ja natürlich einmal Thiele, Fanliebling, Publikumsliebling und wir haben ja jetzt auch Zander per Vorvertrag. Also bräuchten wir ihn nicht mehr. Wir würden noch Geld einnehmen, vielleicht sogar so rund um 1 Million. Das nimmt man sehr, sehr gerne mit. Und ich habe hier Stefano Marino, mögliches Leihgeschäft also mit der Fortuna aus Düsseldorf. Man hätte jetzt noch immer Mustafa, man hat noch immer Schleusener, man hat natürlich auch noch Budu und auch Rapp und natürlich dann ein Woltemade plus Mikkel Kaufmann. Also ich denke, der Laie könnte ehrlich gesagt gar nichts im Weg stehen. Und weil wir nochmal in Bestbesetzung ausnahmslos reingehen wollen, gehen wir also wie folgt. Ja, mit unserer Mannschaft im Hintergrund rein gegen den FC Lorient. Wir haben eine Niederlage, wir haben einen Sieg und jetzt ist es hier auch nochmal ein Sieg und es ist tatsächlich Poncheau mit der Führung. Dann Kaufmann, der sogar doppelt trifft zum 1-1 und zum 3-1 und dazwischen noch Paul Nebel. Also die Vorbereitung gehört definitiv Mikkel Kaufmann, der komplett auf sich aufmerksam machen konnte und das ist doch schon mal ein richtig gutes Zeichen. Auch wenn statistisch betrachtet eigentlich recht unverdient war. Wir haben eine 100%ige Effizienzquote und der FC Lorient, ja, die denken sich wahrscheinlich, wie konnten wir das Ding verlieren? Jetzt dann auch offiziell, Stefano Marino wechselt nach Düsseldorf. Es ist ja nur eine Laie. Wenn ihr sagt, holt ihn bitte zurück, dann ist das gar kein Problem. Können wir jederzeit problemlos machen. Sunderland hat Interesse an Simone Rapp. Ja, werde ich direkt akzeptieren. Geld, das wir gebrauchen können. Elione Fernandes spielt leider eine zu geringe Rolle bei uns. Leihbasis zu Famalicão. Fände ich ganz geil. Erste portugiesische Liga. Da geht er zurück in sein Heimatland. Kann vielleicht dort auch einfach aufgrund keiner Sprachbarriere das einfach zu 100% ausleben und dann mit hoffentlich frischer Stärke zurückkommen. Und Mustafa, Interesse von den Young Boys. Also wenn wir da ein bisschen Kohle rausholen, vielleicht so an die 5 Millionen, wäre ich absolut nicht abgeneigt. Und selbst bei 4 Millionen würde ich den, glaube ich, gehen lassen. Mit der Schubkarre, weil das ist sehr, sehr gutes Geld für uns. Das aber entscheidet auf jeden Fall ihr dann natürlich für die nächste Folge. Watford 880.000, das nehmen wir jetzt auch noch an. Also Spieler, die dann verkauft sind mit Jung und mit Rapp, die können wir zwar auch noch zurückholen, werden wir aber nicht machen. Und trotzdem habt ihr natürlich alles weitere noch in der Hand. Das ist jetzt Rapp, der Wechsel zu Sunderland und auch Watford, also ein weiteres Team aus England, könnte den nächsten Verkauf von uns eintüten. Springen wir ganz kurz in die Pressekonferenz. Ja gut, der Coach, der sieht mir nicht unbedingt ähnlich. Das meintet ihr auch mal in den Kommentaren. Da das Aussehen bitte anpassen, können wir dann auf jeden Fall auch noch machen. Jetzt aber erstmal kommen die ersten Fragen. Kann der Aufstieg für Karlsruhe wirklich Realität werden? Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich möchte jetzt mit einer hohen Messlatte reingehen. Das kann uns um die eigenen Ohren fliegen, aber ist mir ganz egal. Die Jungs wissen, was sie tun müssen vor dem Spiel gegen den ersten FC St. Pauli und werden vor Ende der Transferfensters noch weitere Spieler gekauft. Wir sind überall gut besetzt, wir bauen ein Siegerteam auf, ja, und genau so soll es ja auch sein. Und weil wir gar nicht so viel Zeit verschwenden wollen, gerade in der Sommertransferphase, dass ihr auch noch eure Kommentare mit einbringen könnt, werden wir jetzt zum Abschluss noch
noch in die Saisonauftaktfolge reingehen. Gegen den FC St. Pauli zu Gast. Die sind bei uns im BB Bank Wildpark. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe das Stadion angepasst. Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung dann auch in die Kommentare. Unsere Mannschaft: Treves, Tide, Kobalt, Franke, Heisel, Burnic zusammen mit Vanicek, Nebel mit Stindl und vorne Boltemade mit Kaufmann. Und ja, St. Pauli kommt mit einer sehr unkonventionellen Formation. Vasil hinten drin, Smith, Medic, Nemeth. Dann haben wir Hartl mit Metcalf in der Mitte. Wir haben rechts Weil, links Neuenberger, Saad, Eggestein auf dem Flügel und Otto vorne drin. Ultimativ 5 Minuten. Der Abschluss dieser Folge, die noch ein bisschen geht. Denn ich hoffe, wir haben einige Highlights zu zeigen. Und da sind wir dann. Das erste Heimspiel der Saison 23-24 steht also an. St. Pauli in den weißen Trikots. Logischerweise mit ein bisschen Braun dabei. Gegen uns komplett in Blau. Wir wollen defensiv gut stehen. Wir wollen einfach Stabilität in der eigenen Defensive kreieren. Und vorne für sehr viel gefährliche, hoffentlich richtig coole Aktionen sorgen. Jetzt aber kommt erstmal Pauli. Das ist die erste Großchance. Und das ist fast das Eigentor. Dritte Minute, war aber dann wohl Hand oder Abseits. Wobei nach Abseits sah das nicht unbedingt aus. Aber da haben wir ja richtig viel Glück gehabt und mussten das erste Mal ganz, ganz tief durchschnaufen. Woltemade auf Kaufmann. Und das ist ein richtig guter erster Kontakt. Und das ist ein guter Abschluss. Fehlt aber ein guter Meter auch. Sechste Minute. Auf der einen Seite Pauli, auf der anderen Seite mir. Also es geht schon mal richtig gut los. Wenn ich gerade hier dann auch einen Mikkel Kaufmann mit der 9 sehe, aber dafür ein Woltemade mit einer 31, will ich euch auch ganz kurz dazu auf jeden Fall informieren oder aufrufen. Schreibt mir natürlich auch eure Lieblingstrikotnummern für die Neuzugänge gerne in die Kommentare. Bisher sind es ja nur die 2, wobei ein Zander und ein Burnic auch mit dabei sind. Ich weiß gar nicht, was ein Burnic in der Realität für eine Nummer hat. Die könnte man aber logischerweise anpassen. Jetzt aber erstmal Defensive sind wir da. Pauli aber auch. Also das Spiel verspricht extrem geil zu werden, wenn die Tore kommen. Und hoffentlich in der Mehrzahl dann für uns, gerade auch bei solchen Bällen. Woltemade, das ist Mikkel Kaufmann und diesmal ist es die Großchance. Abgefälschtes Ding. Slapstick-Eigentor. Wobei, kann man es als Eigentor werten? Ich weiß es nicht. 12. Minute. Mikkel Kaufmann schreibt sich also in die Geschichtsbücher der Saison 23-24 als erster ein. Vorlage Woltemade, Abschluss also von ihm. Hier kommt der Ball gerade noch von Stindl durch und dann legen wir das Ding in die Mitte und er wäre auch so gefährlich gekommen, aber abgefälscht von Medic. Den zieht es ja, glaube ich, in der Realität zu Ajax, also nach Amsterdam. Ja, das wäre auch so für Vasil nicht ganz so leicht gewesen, aber dann abgefälscht, unhaltbar. 1-0 und es zählt auch. Es geht aufs Konto von Mikkel Kaufmann. Woltemade, Weltklasse gespielt und das ist die nächste Chance. Und das ist eine Glanztat vom Pauli-Keeper. Aber Lars Stindl, zweiter Anlauf, nächster Abschluss. Das 1-0 ist mittlerweile verdient, auch wenn das natürlich extrem glücklich war. Aber das nimmt man sehr, sehr gerne mit. Das hat uns letztes Jahr gefehlt. Die Bissigkeit, die Effizienz und beinahe auch genau solche Momente. Antizipation, wo man einfach spekuliert und dann dafür belohnt wird. Das ist Stindl. Der läuft direkt mit nach vorne, aber der Ball kommt nicht zu ihm. Aber die Ansätze, hey, die lassen mich sowas von positiv stimmen. Das ist wieder eine sehr, sehr hohe Balleroberung. Das ist Mikkel Kaufmann. Und wieder Vasil. Ecke von Heise und da ist Woltemade. Kommt so frei zum Kopfball, das wird öfter der Fall sein, weil er halt von seiner Größe profitiert. Aber dann müssen die noch gefährlich aufs Tor kommen. Dann sind das jedes Mal Chancen, die man sagt, hey, die könnten auch zu dem Torerfolg enden. Jetzt aber auch St. Pauli und dann ist er drin. Und was macht Treves? Ich glaube, den kann er halten. 25. Minute, aber auch ein guter Abschluss hier von Otto. Ja, ist nicht ganz so gut verteidigt, aber dann auch gut gespielt von Pauli. Die machen es hier breit und dann kommt der Ball hier flach in die Mitte und dann der direkte Abschluss durch die Beine von Treves. Sieht unglücklich aus, ist vielleicht aber tatsächlich unhaltbarer, als wir das hier auf den ersten Blick jetzt dachten. Die Sicht war vielleicht auch verdeckt. Naja, ist halt eben so. Man kann es ja sowieso nicht ändern. Es ist der Ausgleich und Pauli zeigt, dass sie hier nicht nur einfach so verlieren wollen, sondern bei denen geht es natürlich auch um was. Aber jetzt Mikkel Kaufmann! Und was macht der Vasil? Was macht Paulis Keeper? Also, das macht er auch und das ist das 2-1. Was passiert hier? Vasil wächst bis dato über sich hinaus, macht ein Riesenspiel und ist der einzige Grund, weshalb Pauli überhaupt zu einem zwischenzeitlichen Ausgleich kam und spielt dann diesen Ball in die Beine von Mikkel Kaufmann. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Stellt euch mal vor, ich wäre hier ins Ausgelaufen. Gerade noch Ball in die Mitte, Stindl hat das leere Tor und den macht er logischerweise blind. Und ja, nachts um 3 kann ich den Stindl wecken und er steht kurz auf und schiebt mir so ein Ding rein. Also, das ist ja sowas von einfach. Das ist das 2-1 und das ist die perfekte Antwort auf den zwischenzeitlichen Ausgleichsgegentreffer. Das ist Woltemade, Vorarbeit, Mikkel Kaufmann, vorbei am Keeper, rein ins Netz, 3-1.
Pauli ist völlig überfordert und wir nutzen das aus, weil wir auch super spielen. Wieder mal mit dem nötigen Glück, muss ich dazu sagen, denn ich hatte zuvor Mikkel Kaufmann geschickt, wollte dann kreuzen und wurde komischerweise vom Verteidiger aufgehalten. Aber genauso, dass Nick Woltemade geschickt wurde und dann vorbei am Keeper rein ins Netz. Ich wusste nicht, ob er einen starken Linken hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass er einen starken oder einen stärkeren linken Fuß hat, sodass wir vielleicht auch hätten vorher abziehen können. Ist aber ganz egal. Torerfolg ist da und das ist das Einzige, was zählt. Was ist? Es gibt Elfmeter! Nein! Und es gibt Platzverweis! Platzverweis für Franke! Und plötzlich ist das sicher geglaubte 3:1 zur Pause in Gefahr. Wir kommen hier zu spät, aber ob das eine Rot ist? Also es sah zwischenzeitlich tatsächlich so aus, als hätte ich den Ball getroffen. Treves gegen Otto. Treves ist da! Treves ist da und das ist sowas von wichtig jetzt für uns. Denn das hätte das 3:2 sein können, vielleicht sogar sein müssen. Und dann, boah, das kurz vor der Pause, wichtiger Zeitpunkt für St. Pauli. Vielleicht aber kommen wir jetzt über Paul Nebel, der kann hier plötzlich anziehen. Keiner sieht sich zuständig. Paul Nebel! Und wenn der reinfährt, 4:1 und das trotz Unterzahl. Aber egal, wir werden jetzt erstmal hier in die Pause kommen oder auch nicht. Schiedsrichter, lass es bitte noch laufen, das ist eine perfekte Balleroberung. Stindl für Nebel, der hat die Kugel und das ist Mikkel Kaufmann. Leider, Tor, was, Tor, es steht. Was, hä, was passiert hier? Was war das bitte für ein Tor? Nick Woltemade jubelt, ob er wirklich zuletzt am Ball war, kann ich euch gar nicht sagen. Hier Nebel, Mikkel Kaufmann, Vasil hat ihn nicht sicher. Hä? Was macht er denn? Also, dann springt er nochmal drauf und springt nochmal drauf und rein und Eigentor. Es ist aber der Doppelpack von Woltemade, der jetzt dann auch vom Feld geht. Akoto kommt für Woltemade, ein deutlich defensiverer Wechsel logischerweise, aber Woltemade, hey, standing ovation. Der Typ war dann auch ziemlich am Arsch, aber hat zwei Dinger gemacht, die, ja, was soll ich sagen, alle natürlich irgendwo ein paar Geschenke waren. Wobei, nee, das erste schön am Torhüter vorbei, das zweite, cool, dass es für ihn zählt, hätte ich so nicht gedacht. Aber wir schließen jetzt die rote Karte, also die Lücke in der Defensive. Wir wollen jetzt nichts mehr anbrennen lassen und selbst wenn, ein, zwei Gegentore wären auch noch okay, die will ich aber nicht, logischerweise. Wenn sie aber kommen, kann man es nicht ändern. Und solange es geht, einfach hier jetzt auf Sieg irgendwie die Verteidigung natürlich hinbekommen. Kaufmann, das könnte das fünfte Tor sein. Kaufmann, jetzt vorbei am Torwart. Kaufmann, 5:1, das geht so leicht. Pauli ist völlig außer Rand und Band und das ist nicht positiv gemeint. Mikkel Kaufmann vorbei an Basil, den ich am Anfang noch direkt loben wollte, aber jetzt irgendwo, ja gut, zwei absolute Slapstick-Gegentore von ihm. Einmal ist er selber schuld, zweimal tatsächlich und hier kommt er auch nicht ran. Ja gut, es ist dann halt auch brutal unglücklich. Kaufmann, Kaufmann, Woltemade, Woltemade und auch Stindl. Also, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es steht 5:1. Und wohlbemerkt haben wir hier Tore erzielt, zwei Stück glaube ich sogar, als wir bereits in Unterzahl waren. Ja gut, auch Treves hier, irgendwo ein ganz wichtiger Aspekt für uns, weil er den Elfmeter gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einfach mal schauen, das irgendwie über die Zeit retten und dann stehen den 3 Punkten. Zu Beginn der Saison, ich würde sagen, gar nichts mehr im Weg, weil das sollten wir nicht mehr aus der Hand geben. Ganz im Gegenteil, Mikkel Kaufmann hat die Chance auf das halbe Dutzend. Machen wir das voll? Machen wir. Ja, 6:1, 62. Minute, St. Pauli spielt bodenlos. Und jetzt gibt es ein paar Wechsel, unter anderem geht der Dreifachtorschütze Mikkel Kaufmann und es kommt Schleuse. Nach seinem, ich glaube, Kreuzbandriss oder was hatte der nochmal? Hatte der vielleicht sogar einen Schienbeinbruch? 7 Monate Verletzungspause. Der war sowas von im Hoch zu Beginn der letzten Saison und wurde dann aufgrund der Verletzung so krass zurückgeworfen. Da ist er wieder, Schleusener, direkt im gegnerischen 16er. Ist da für Action. Und ich hoffe so sehr, dass er sich irgendwie wieder ein bisschen zurückspielen kann. Wenn es nicht für die Startelf reicht, dann für regelmäßige Einsätze. Wir brauchen einen breiten Kader. Und mit einem 6:1 gegen St. Pauli, da hätte ich sowas von absolut gar nicht damit gerechnet. Oh, okay, da kommt nochmal Pauli. Traumtor Eggestein. Ja, da ist Treves auch chancenlos. Deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen später dran im Commentary. Damit habe ich nicht gerechnet. Der Ball fährt hier perfekt ins lange Eck vorbei an unserem Innenverteidiger. Das könnte wobei vielleicht auch Herold gewesen sein. Und dann ist es ein schönes Tor. Muss man neidlos anerkennen. Aber ein 6:2, das nehmen wir sowas von locker hin. Also, das ist ja gar kein Problem. Und das ist ein Frustfoul und gibt völlig zu Recht Gelb für Marcel Hartl. Pauli aber jetzt und überrennt uns plötzlich. 6:3. 61. Minute. Ey, so viel zum Thema. Wir wollen die Defensive stabilisieren. Hier setzen sie sich durch und dann macht's Hartl breit und macht's richtig gut. Direkter Abschluss. Ja, okay. Treves, ich bin ganz ehrlich, kann man auch mal halten. Aber naja, hat er nicht und somit steht 6:3. Gut, das ist noch immer komfortabel, aber irgendwo trotzdem ärgerlich, wenn man gerade auch die Tordifferenz einfach ein bisschen jetzt hier in Betracht sieht.
Naja, egal. Jetzt vielleicht nicht noch unbedingt weitere Gegentore kassieren, wobei Pauli jetzt Selbstvertrauen hat. Jetzt wieder Pauli, die setzen sich durch und verziehen dieses Ding. Also mit dem 6-4 werden wir hier vielleicht nochmal ins Schwimmen gekommen. Also gut, ich meine, ich will es jetzt auch noch nicht zu 100% hier irgendwie sagen, dass wir das Ding gewonnen haben. Also eigentlich müssten wir es locker gewonnen haben, aber plötzlich sind wir völlig bodenlos unterwegs. Und Pauli kommt immer wieder und wir schaffen es nur noch mit genau solchen Grätschen. Das war hoffentlich keine rote Karte, wir sind mit Tide noch hinter Mann gewesen eigentlich. Der Schiedsrichter belässt es, glaube ich, auch bei Gelb. Nevermind, ist eine Rot. Ja, Rot für Kobalt, der war zuvor erstmal gesperrt hier, hat ja, ich glaube, letzten Spieltag aus der Vorsaison Rot kassiert. Oh, der Pfosten. Ey, was passiert denn hier? Also hier ist alles mit dabei. Doppelplatzverweis, 9 Tore, 6:3 für den KSC. 11 Meter verschossen, also ich glaube, einen spektakuläreren Saisonstart hatte ich in einer Karriere noch nie. Und vielleicht wird er noch spektakulärer, machen wir hier jetzt auch noch das 10. Tor. Also im besten Fall natürlich wir. Abschlussversuch zumindest mal von Wanicek, der ist aber abgefälscht. Paul Nebel ist da, nochmal Wanicek, wieder abgefälscht. Aber alles Zeit. Das uns in Richtung ersten 3 Punkten natürlich weiterhilft. Das ist Schleusener. Das war, glaube ich, kein Abseits. Aber irgendwie war es trotzdem ganz komisch hier in der Steuerung. Jetzt muss Akoto nochmal mit ran. Ja, ihm hoffentlich jetzt hier kein taktisches Foul. Und fast kommt er da noch in den Mann. Das ist Pauli, das ist Rebes. Und vielleicht auch die letzte Aktion. Wir bleiben jetzt einfach mal mit dabei. Ich meine, die 3 Punkte haben wir sicher. Halbes Dutzend voll, aber halt auch 3 Gegentore. So schön oder so gut die Offensive auch war, muss man halt die Defensive auch irgendwo so ein bisschen angreifen. Aber egal, wir wollen jetzt nicht positiv oder nicht negativ reden. 6-4, ja, da haben wir das 10. Tor. Das ist jetzt dann wirklich der Abschluss. Hinten drin Katastrophe, vorne aber absolute Weltklasse. Und von daher ist ein 6-4 hoffentlich eine Ausnahme. Ist aber jetzt offiziell. Wir gewinnen den Auftakt gegen St. Pauli. Und sind dann auch bereits zu Ende dieser Folge angekommen, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Eine recht kurze Folge, denn die Sommertransferphase ist mitten im Gange. Wir haben Hansa Rostock dann in der ersten Pokalrunde. Wir haben weitere Spiele in der Liga und wir wollen natürlich auch weitere Spieler für uns begeistern. Welche Spieler sollen kommen, welche Spieler sollen gehen, das entscheidet ihr. Schreibt es in die Kommentare und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Am Mittwoch geht's weiter, wie gewohnt. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.